Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise. Herzlich willkommen zurück an der Retro-Bar in der Videothek. Sammlerfreunde, wir arbeiten zurzeit an der 6. Folge von Zeugen der Vergangenheit. Und da wird es auch ein Kapitel geben, Versandhauskataloge. Unter anderem den legendären Welle-Katalog. Sammlerfreunde, ich habe dieses gute Stück aus dem Jahre 1978 bekommen. Man muss dazu sagen, gerade die alten Quellerkataloge sind heute sehr, sehr teuer. Die sind wirklich sündhaft, aber sie sind es wert. Ich habe es nicht geschafft, 2 Stunden lang dieses Stück aus der Hand zu legen. Es ist so interessant und ein solcher Flashback in die 70s, dass wir dafür eine extra Sendung euch heute machen. Wir zeigen euch heute auch Ausschnitte aus dem Katalog, was es damals so gab, wie die Mode war. Ja, darüber kann man streiten. Und die Technik und was vor allem die Preise waren. Und ich würde sagen, wir aktivieren jetzt die Zeitmaschine aus dem Hause Playmobil und reisen in die Vergangenheit. Und aktivieren wir den Fluxkompensator. Bevor wir mit unserem Trip in die 70er beginnen, würde ich mal sagen, wir schauen uns mal das Geld an, das wir damals hatten. Erinnert ihr euch noch? Die gute alte D-Mark. Jetzt, wo wir die ökonomische Seite geklärt haben, gehen wir über zum Quellekatalog. Der goldene Katalog von Europas größtem Versandhaus. Frühjahr, Sommer 1978, da war ich 3 Jahre alt. Das Tolle war immer das, da war man so herrlich schön dick, da konnte man richtig drin schmökern. Hier sehen wir jetzt das Inhaltsverzeichnis. Leute, wo fangen wir da an? Richtig, Elektronik. Elektroartikel. Dann wollen wir mal schauen, was es Neues auf dem Markt gibt im Jahre 1978. Frühjahr, Sommer. Kühlschränke. Ja, die Preise damals. Und Geschirrspüle und Herde und etc. Ja, die Herde damals mit den Herdplatten. Richtige Retro-Geräte. Relativ neu waren damals die Dunsthauben, die Dunstabzugshauben oder wie man will. Okay, gut, die Farben waren damals etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon irgendwie cool. Kühlschränke und Geschirrspüler. Ah, Stiftung Warentest, Note gut, Mai 1977. Die 70er waren kunterbunt, das muss man echt dazu sagen. Alles wurde irgendwie farblich neu gestaltet. Während die Küchen in den 50er Jahren eigentlich alle weiß waren, waren die in den 70ern schön bunt. Ah, die Kühlschränke von damals, an die erinnere ich mich auch noch. Wir hatten auch so einen mit so viel Kunststoff drin. Oh, guckt euch mal die Flaschen und Zeug an, was da drin ist. Die 1 Liter Coca-Cola Flasche. Rechts unten die Fanta Flasche. So eine habe ich oben an der Retro-Bar stehen. Ich will gar nicht sagen, was ich für die alte Flasche bezahlt habe. Mehr wie 30 Pfennig Pfand. Ah, Leute, ich weiß damals, wir hatten so ein Gefrierfach. Wenn man da die Türe zugemacht hat, da hat sich so festgesaugt und hat mal 1 bis 2 Minuten warten müssen, bis man es wieder aufmachen konnte. Oje, auf der linken Seite die Gefriertruhen. Ja, meine Oma hatte auch immer so eine und die war immer randvoll bis oben hin. Ui, die sind heute auch schon fast vergessen. Die alten Ölöfen. Ja, da musste man jeden Tag mit der Ölkanne in den Keller gehen und Öl holen. Hier links im Bild ein alter Kohleofen, ja, mit Sichtfenster. Das sah auch immer schön aus. Die Staubsauger der 70er Jahre. Seid mir nicht böse. Also ich erinnere mich an einen, wo meine Oma hatte, der war so laut, ehrlich. Da ist mir aus dem Bett gefallen. Diese Staubsauger waren immer relativ schwer zu bedienen, weil ja praktisch die gesamte Elektronik sich im Stiel befand.
Kontaktgrill. Den Begriff habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ah, so ein Heimgrill. Ja, den hat unsere Nachbarn. Oh ja, die Fritteusen. Ja, als die Pommes aufkamen, brauchte man die Fritteuse. Oh je, guck mal, was ich gerade entdeckt habe. Rechts oben, das Waffeleisen hatten wir. Das hat ja jahrelang gehalten, bis weit in die 2000er Jahre rein. Jetzt kommen wir zum beliebtesten Medium der Menschheitsgeschichte, dem Fernsehen. Ja, in den 70er und 80er Jahren war es noch üblich, die gesamte Familie traf sich abends zum Fernsehgucken. ARD, ZDF und das dritte Programm. Ende der 70er Jahre hatte sich das Farbfernsehen schon weitgehend durchgesetzt. Aber in den meisten Kinderzimmern, wenn ein Zweitgerät vorhanden war, weiß ich auch noch, gab es ein Schwarz-Weiß-Gerät. Bildschirm 66 cm. Ja, das war schon so ziemlich das Größte, was von den normalen Fernsehern gab. 66, 67 cm. Meiner hat, glaube ich, 1,20 Meter heute. Ah ja, damals auch das Quelle-Logo mit der Hand. Daran erinnere ich mich auch noch. Die meisten Fernseher damals hatten eine Holzoptik. Das war damals wirklich der letzte Schrei. Alles Mögliche war in Holzoptik. Ich mochte lieber diese Silberoptik, dieses ja Science-Fiction-mäßige. Naja, ich zähle ja auch zur Captain Future-Generation. Ich weiß noch, seinerzeit musste man auch ständig immer wieder die Farben nachstellen. Unsere wurde immer blau. Dann musste man immer die blaue Farbe zurückdrehen, mit den Rädchen noch an der Seite und dann die ersten Fernbedienungen. Das waren Zeiten, Leute. Ich glaube, ich lege mir jetzt so einen alten Fernseher zu, so eine Röhre, die passt gut ins Wohnzimmer. 3 Jahre Garantie auf alle Color-Bildröhren. Ja, auf die Röhre gab es 3 Jahre Garantie, auf die restlichen Sachen 6 Monate. Muss man auch dazu sagen. Sendesuchlauf, Programm- und Kanaleinblendung. So viel Technik hatte natürlich auch ihren Preis. Aber man muss was dazu sagen. Die Technik von damals, das merke ich auch immer wieder bei Zeugen der Vergangenheit, wenn ich Geräte nach Jahrzehnten wieder anschließe, die funktionieren, die Technik aus den 70er, 80er Jahren, die ist wirklich für die Ewigkeit gemacht worden. Hier ist auch etwas sehr Interessantes. Links oben bei dem Fernseher steht empfangsbereit für Bildschirmtext und Videotext. Der Bildschirmtext wurde ja erst 1980 eingeführt und viele Geräte wurden schon vorgerüstet dafür. Nur mal sowas am Rande. Wisst ihr eigentlich, seit wann es Fernsehen in Deutschland gibt? Das sagen jetzt bestimmt viele 50er oder 60er Jahre. Nein, seit den 30er Jahren. Oh ja, die Fernseher mit den Standfüßen. Sie waren sogar stabil, auch wenn sie nicht so aussehen. Hier haben wir jetzt noch einige Fernseher, Videorekorder und Videokameras. Mensch, Leute. So einen Fernseher hatte ich, und zwar aber in Schwarz-Weiß, auch mit so einem Haltegriff. Und das ist so ein Drehrad an der Seite und ohne Fernbedienung. Naja, war doch nicht der gleiche. Ich weiß noch, wir haben den damals geschenkt bekommen, da war meine Schwester und ich ganz begeistert. Da sind wir zu irgendjemandem hingegangen, der den weghaben wollte. Ja, der steht im Keller, könnte haben. Und wir hatten einen eigenen Fernseher. Wahnsinn, in Schwarz-Weiß. Ah ja, die ersten Fernbedienungen, das weiß ich auch noch. Da waren so 9 Volt Blockbatterien drin. Das waren so richtig klobige Kästen. Also hat man einen Tod schmeißen können damit, wie wir Schwaben sagen. Und heute sind das so ganz kleine Dinger und da muss man echt aufpassen, dass man die wiederfindet. Schaut euch das mal an. Man konnte 8 Fernsehprogramme speichern. Wir hatten nur 3. Hätten also auch 7 gereicht. Erst später kam das Privatfernsehen. Und Farbe konnte man einstellen, UKW-Programme. Ich weiß, wo ich damals meinen neuen Fernseher eingestellt habe. Dann waren dann, weiß Gott, hunderte von Programmen mit allen möglichen Sprachen und allen möglichen. Damals hatten wir nur 3. ARD, ZDF und das dritte Programm. Ja, dann gab es auch noch das Zweitgerät. Für den Spottpreis von 948 D-Mark bekam man einen Fernseher mit 37 cm Durchmesser. Hier seht ihr jetzt mal die Beschreibung von so einem guten Stück. Barkaufpreis, Mietkaufpreis. Schnellreparatur. 36 volle Monate Garantie auf alle Color-Bildröhren. Und 6 Monate auf alle übrigen Funktionsteile. Das ist etwas so, als wenn ich auf einen Hammerkopf, sagen wir mal, 100 Jahre Garantie gebe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen kaputten Hammerkopf gesehen. Nicht mal im Museum.
Videorekorder gab es damals auch schon und die waren also im unteren Taschengeldbereich angelegt von den Preisen her. Genauso wie Videokameras und komplette Filmanlagen. Rechts oben seht ihr den Preis für die gesamte Kamera. 13.900 D-Mark, das sind etwa 12.000 Euro. Also ihr seht, das ist wirklich für den kleinen Geldbeutel gedacht gewesen. Scherz beiseite, Quelle war damals die einzigsten, wo diese Kameras überhaupt angeboten haben. War damals eine echte Sensation. Und hier sehen wir das Monster von einem Videorekorder. 2898 D-Mark. Und dann hatten die Kassetten nur eine Laufzeit von maximal 60 Minuten. War also kein VHS, kein Betamax und kein Video 2000. Ach, mich ärgert es heute noch. Ich hatte in den 90er Jahren mal so einen Videorekorder gesehen, komplett mit Kassetten. Und hätte ich haben können für 50 Mark. Warum habe ich den nicht gekauft? Stimmt, Platz. Und hier die sehr günstigen Preise für die Videokassetten. 65 Minuten, 49 D-Mark. Das sind 43, 44 Euro. Hier wird noch eine weitere Kamera angeboten. Auch sehr interessant. Die Kamera hielt man immer in der Hand. Die sahen ähnlich aus wie Super 8 Kameras. Und den Videorekorder mit Kabeln verbunden und den Akkus hatte man in einer Art Handtasche an der Seite. Jo, hier haben wir die Schwarz-Weiß-Kamera für nur 3.995 D-Mark mit Rekorder. Und hier werden die Kassetten zum Schnäppchenpreis. Wenn man 10 Stück davon nahm, bekam man bis zu 5% Rabatt. Aber Leute, lacht nicht darüber. Das war der Anfang. Und heute haben wir die ganzen Kameras in den Handys drin. Aber ohne diese technische Entwicklung würden wir wahrscheinlich heute noch mit Filmrollen durch die Gegend laufen. Und alles, was heute teuer ist, ist morgen billig und wird drüber gelacht. Selbst das modernste iPhone wird irgendwann auf dem Flohmarkt für ein paar Euro zu haben sein. Auch noch im Handel damals erhältlich, natürlich die Schwarz-Weiß-Fernseher. Die waren natürlich deutlich günstiger als ihre Farbkollegen und man konnte sie auch als Zweitgerät zum Beispiel zum Camping mitnehmen. Die Bildschirme hatten meistens einen Durchmesser von ca. 31 cm. Also müsst ihr euch mal überlegen, das ist ja heute unvorstellbar. Und dann noch mit einem relativ sehr hohen Gewicht, 7,5 Kilo, teilweise sogar bis 10 Kilo. Ja, die Standfüße damals von den Fernsehern. Also wir hätten beinahe mal einen Fernseher, also so einen Standfuß umgeworfen beim Spielen. Konnten wir gerade noch abfangen. Das hätte Ärger gegeben. Quelle liefert die Technik und die Möbel gleich mit dazu. Was gehört zu Fernseher und Videorekorder? Richtig, die Zockerkiste. Jetzt schauen wir uns mal an, was das Jahr 1978 in Sachen Zocken zu bieten hatte. Hier sehen wir die aktuelle Universum-Konsole. Ja, Universum-Spielekonsolen, das kennt wahrscheinlich überhaupt niemand mehr. Das waren in der Regel Pong-Konsolen, also mit dem Tennis und mit dem Schießspiel. Auch hier sehr schön die Erklärung. Tennis, Fußball, Hockey, Squash, Pelota und das Schießspiel. Hatte ich auch damals. Oh Mann, was haben wir rumgeballert. Ja, Tontaubenschießen. Und die Treibjagd, das weiß ich doch, man hatte die Pistole oder das Gewehr und musste draufballern. Könnt ihr das Gewehr gut erkennen? Nein? Okay, dann gehe ich mal kurz ins Lager. Den Sepper habe ich nämlich. Und der sah in etwa so aus. Ja, wie so ein James Bond Waffenkoffer. Die Sepper waren damals sehr aufwendig gemacht. Also mit wechselbaren Rohren. Einmal für Pistole und einmal für Gewehr. Auch qualitativ, muss man sagen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier sieht man es recht schön. Quelle international. Und der Preis 40 D-Mark. Auch heute noch ist dieses Spiel ein Riesenspaß. Man muss aber dazu sagen, dass bei den Flachbildfernsehern funktionieren die Sepper nicht mehr. Man braucht ein Röhrengerät. Als in den 70er Jahren der Videospieleboom begann, begannen alle möglichen Firmen Spielekonsolen herzustellen. Die meisten davon sind heute längst vergessen. Und 1983 gab es den Videospiele-Crash. Da brachen ja der gesamte Videospielemarkt in sich zusammen und durch die Heimcomputer auch. Und nur ganz wenige Hersteller blieben übrig, unter anderem Nintendo.
Aber meistens waren es in den 70er Jahren sogenannte Pong-Konsolen. Solche Sachen wie Atari oder das Philips Videospielgerät waren damals Ausnahmen. Die Pong-Konsolen waren günstig in der Herstellung, die Chips waren günstig und man konnte sie auch leicht vertreiben. Oje, die Dachantennen. Ja, wir hatten im Garten auch mal so eine. Mann, war das ein Theater, bis man die oben hatte. Und Strom hatten wir nicht. Wir hatten so eine Autobatterie und mussten die immer wieder mit nach Hause nehmen zum Auffüllen. Fernsehen, gerade im Urlaub, war natürlich ein Prestige. Wenn man zum Beispiel irgendwo hingefahren ist, hatte man auch das Schweizer Fernsehen, das österreichische oder das DDR-Fernsehen. Ja, da konnte man auf einmal 5, 6 Programme haben. Okay, heute ist es natürlich ein Witz, aber damals war das die Sensation. Die alten Holzradios verschwanden ganz langsam und wurden durch die HiFi-Anlagen ersetzt, die HiFi-Türme. Das waren immer coole Anlagen, da konnte man sich die gesamten Einzelteile dazu kaufen, Schallplattenspieler, Kassettenrekorder und Zusatzgeräte etc. Diese HiFi-Türme waren sehr beliebt und tauchten auch in entsprechend vielen Wohnzimmern auf. Aber hier seht ihr auch den Preis, 1000 Mark fast. Inflationsbereich würde ich jetzt sagen, so um die 900 Euro. Ich hoffe, ihr könnt es lesen mit den einzelnen Zubehörteilen, wo man sich das Set zusammenstellen konnte, den eigenen HiFi-Turm. Und wenn man dann so eine Komplettanlage kaufte, dann war es dann ein bisschen billiger. Naja, was heißt billiger? Es war trotz allem noch eine teure Angelegenheit. Ja, heute hat man alles irgendwie im Laptop drin. Damals wie heute preislich natürlich keine Obergrenzen. Hier ein Gerät für 1898 D-Mark. Und hatte nur ein Kassettendeck. Später hatten die ja zwei, nebeneinander, hintereinander etc. Und hier der Rundfunkempfangsteil. Ja, man hat die Sachen immer Teile. Ja, wann habe ich das letzte Mal Radio gehört? Heute Morgen, ich habe nämlich einen Radiowecker. Sie waren zwar teuer, aber auch sehr schön. Auch heute sind bei Nostalgikern diese Anlagen natürlich heute noch sehr beliebt und genießen hohen Kultstatus. Vor allem, wenn sie komplett sind und noch voll funktionsfähig sind. Aber die Technik damals war so gut, dass die meisten Geräte noch einwandfrei funktionieren. Dann gab es auch noch die Kompaktanlagen. Da war der Schallplattenspieler, Kassettenrekorder und Radio mit drin. Oh, diese Anlage, die gefällt mir jetzt besonders gut. Ja, sieht so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus. Aber auch hier der Preis 998 D-Mark. Die Geräte waren seinerzeit auch vom Design her sehr schön, muss man echt dazu sagen. Also oftmals waren dann auch noch, wenn so Blinklichter und Dioden dran waren, das war dann der Knaller. Und wenn man dann irgendwas eingeschaltet hat, dann so eine Lampe aufgeleuchtet. Oh, das war damals richtig cool. Heute ist das natürlich alles selbstverständlich. Auch das klassische Holzdesign wurde damals noch oft ausgeliefert. Ja, es war halt oft so, die Jüngeren, die wollten halt das moderne Design und die Älteren dieses klassische Holzdesign. Also diese Anlage gefällt mir jetzt von allen am besten. Von Senator für 1898 Mark. Ich wollte schon Euro sagen. Gerade vom Aufbau her, auch von der Beleuchtung, von den Knöpfen und vom Design, ja, ein sehr schönes Stückchen. Wenn ich so eine demnächst mal sehe, kann ich mal meine Frau fragen, ob sie ein bisschen Platz im Schuhschrank macht. Nee, dann muss ich wieder auf der Couch schlafen. Oh, Leute, ich muss echt aufpassen, ich verhaspel mich. Aber das Angebot in diesem Katalog ist so cool und so wunderschön, so ein richtiger Flash in die 70er. Am liebsten würde ich euch jedes einzelne Teil da drin zeigen, aber das geht wohl nicht. Hier sieht man jetzt auch sehr schön, wie praktisch das klassische Design und das futuristische Design aufeinander getroffen sind. Rechts Holz mit Eiche und links Silber, Metallic. Vor allem hatte man noch richtige Knöpfe, wo man draufdrücken konnte und nicht irgendwelche solche Touchplates oder so. Ja, da hat man noch richtig mit dem Finger reindrücken müssen und es hat Klock gemacht. Und man hat gespürt, wie die Mechanik gearbeitet hat. Dann auch die vielen kleinen Gadgets. Hier hinten diese komischen Dinger da, rot, grün, blau, das sind Kassetten. Ach Leute, war das cool. Wenn man die Geräte eingeschaltet hat, hat es doch geleuchtet, geblinkt und oh, das war echt cool. Auch wenn die Blinkfunktionen oftmals überhaupt keine richtige Funktion hatten. Damals auch noch sehr weit verbreitet Tonbandgeräte. Das ist ja natürlich jetzt das absolute Profigerät. Das ist wohl weniger für den Hausgebrauch gedacht gewesen. Der Schallplattenspieler. Lange Zeit totgesagt, erleben Sie jetzt zurzeit eine Renaissance. Die Schallplatte ist wieder im Handel und die Produktionskapazitäten sind auf Anschlag.
Schaltplattenspieler waren teilweise relativ günstig, aber wie bei den meisten anderen Sachen, preislich nach oben keine Grenze. Hier eine komplette Anlage für 398 D-Mark. Früher hat man es ja gehasst, wenn die Platten gekratzt haben. Und heute müssen sie kratzen. Hier ein Plattenreinigungsgerät, wollte neulich eins bei eBay kaufen. Deutlich teurer als damals. Aber es ist doch einfach wunderbar, wenn man die Platte auf den Plattenteller legt und dann den Arm rüberfährt und dann die Musik ertönt. Da können moderne Computer nicht mithalten. Unübertroffen sind diese wunderschönen großen Plattencover. Ja, Wim Tölke, den kannte jeder. Und warum haben wir der große Preis angeschaut, wir Kinder? Richtig, wegen Wum und Wendelin. Ja, da sind die ganze Zeit da gesessen und haben gewartet, bis die beiden gekommen sind. Wenn man sich überlegt, wie groß die Schallplatten damals und heute waren. Aber einfach cool. Und hier jetzt zum Vergleich mal ein CD-Cover. Ganz vorsichtig, dass es keine Kratzer gibt. Und eine CD. Viel schöner als so eine MP3-Datei auf dem Laptop. Ja, die Preise der Schallplatten, die variierten. Da ging es ja teilweise los mit 5 D-Mark und bis hoch auf 30 D-Mark. Die Hörspielschallplatten waren immer ein bisschen teurer als die Kassetten. Deswegen hatte ich die nie. Ich hatte immer nur die Kassetten. Die waren günstiger. Natürlich musste man seine Plattensammlung auch aufbewahren. Hier eine Möglichkeit. Leute, jetzt sagt mir, wer von euch hatte nicht als Kind so einen Kassettenrekorder? Ja, gerade diese Kassettenrekorder, wo man schön nach oben aufmachen konnte. Wie oft lagen wir unter der Bettdecke und haben TKKG oder die 3 Fragezeichen gehört? Ah, das war cool, vor allem wenn wir erwischt wurden. Die tragbaren Kassettenrekorder mit Radio, yo, die durften auf keiner Grillparty fehlen. Selbstverständlich brauchte man auch jede Menge Leerkassetten für die Mixtapes. Da wir in jungen Jahren ja etwas knapp bei Kasse waren, haben wir die Mixtapes gemacht. Dann haben wir beim Radio gewartet, bis unser Lieblingssong kam und dann haben wir Play on Record gedrückt. Und mitten im Lieblingssong kam dann Werbung, da musste man wieder auf Pause drücken. Die gute alte Audiokassette wird heute noch sehr oft verwendet, weil sie oftmals sehr viel zuverlässiger ist als moderne Geräte. Vor allem kann man die nicht hacken. Aber eigentlich waren ja Kassettenrekorder verkleinerte Tonbandgeräte. Das gleiche Prinzip, nur mit Kassette. Schaut euch mal die Preise an. Ganz günstig waren die damals nicht, Ende der 70er Jahre. Oh, die hatte ich auch schon fast vergessen. Die Reinigungskassetten. Wenn die mal ein bisschen verschmutzt waren, gab es da so eine Kassette, da konnte man so ein Putzmittel reintun und dann wurde die wieder sauber gemacht. Seid mir bitte nicht böse, aber in den meisten Fällen hat es bei mir nie funktioniert. Die wertvollen, sehr stabilen Kassetten mussten natürlich auch gut aufbewahrt werden. Hier haben wir die verschiedensten Möglichkeiten. Ganz links das Kassettenkarussell. Oh Gott, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hey, das hatte ich selber. Da konnte man 5 Kassetten in eine Reihe reinbringen, mit Hülle, und 8 von unten nach oben, ohne Hülle. Ja, und das in der Mitte, das haben wir ja gerade im Vorspann gesehen, und ganz rechts die Kassettenköffer. Damals hießen sie noch Kassettenbar, später hießen sie Kassettenkarussell. Ich glaube, da brauche ich 1, 2 oder 3. Heute schon fast vergessen, die Schreibmaschine. Gut kann man hier den Style der 70er erkennen. Alles kunterbunt, knallbunt zusammengewürfelt. Schreibmaschinen werden heute oft belächelt, aber vergesst nicht, die Dinger waren damals sehr teuer. 598 D-Mark nach über 40 Jahren inflationsbereinigt dürften das ca. 500 Euro sein. Es gab ja 2 Sorten von Schreibmaschinen. Die elektrischen, mit denen konnte man relativ einfach schreiben. Und die nicht elektrischen. Leute, da musste man drauf rumprügeln, dass da mal ein Buchstabe aufs Papier kam. Oh je, jetzt fallen mir die ganzen alten Witze ein. Zweithärtester Job in der Steinzeit. Sekretärin. Härtester Job, Zeitungsjunge. Aber unterschätzt die Schreibmaschine nicht. Das waren wahre mechanische Wunderwerke. Wir haben ja in Zeugen der Vergangenheit schon mal eine gezeigt. Ich meine hunderte von kleinen Metallteilen, die perfekt ineinander einspielten wie ein Uhrwerk. Jetzt kommen wir zu den Computern, den Taschenrechnern. Das war mein erster Kontakt überhaupt mit der Computerwelt.
Firmennamen wie Privileg waren damals in aller Munde. Heutzutage sind die ja schon fast vergessen. Aber immer noch hochinteressante Sammlerstücke. Ab Anfang der 70er Jahre ersetzten ja die Taschenrechner die klobigen Rechenmaschinen aus Metall, die seinerzeit sehr, sehr, sehr teuer waren. So eine Rechenmaschine konnte umgerechnet inflationsbereinigt schnell 1000 Euro kosten. Da waren diese Taschenrechner natürlich sehr viel günstiger. Vor allem waren sie kleiner und kompakter und leichter zu bedienen, im Gegensatz zu den Rechenmaschinen. Oh, die waren auch sehr beliebt. Ah, die Tischkopierer. Ja, die Kopierer, die haben das Leben natürlich sehr viel erleichtert. Schaut mal, was hier das Fotokopierpapier kostet. 100 Blatt, 34,50 Mark, circa 30 Euro. Ich habe neulich ein Packen gekauft, 500 Blatt, 2,99. Und hier sehen wir den Lampenstyle der 70er. Oh, die sind in der Zwischenzeit schon wieder in. Kurios, schöne Tischlampen. Oje, diese Lampen sind geil. Auslaufende Space Age. Na, die 4950 wird man für die heute auch noch bekommen. Also ich würde mal sagen, zwei Suppenschüsseln, wo die andere abdeckt. Sehen aber auch sehr schön aus. Typische 70er halt. Ja, in den 70ern war Schluss mit Grau in Grau. Da kam Farbe ins Spiel. So Leute, jetzt kommen wir mal zu den Süßigkeiten der späten 70er Jahre. Ja, ich krieg Hunger. So ihr 70er und 80er Kids, jetzt kriegt ihr Hunger. Hier ist er, Rider, der Pausensnack. Snickers, das gute alte Milky Way, schwimmt sogar in Milch. Und die Bonitos, oh Gott. Die Bonitos, meine Güte, ey, wann habe ich die das letzte Mal gegessen? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oh Gott, ey, den Spruch, der ist hängen geblieben. Ja, Haribo, meine Güte, ey, ganze Generationen sind damit aufgewachsen. Viele, viele bunte Smarties. Ja, die Smarties. Oh, Rollo, meine Güte, ey, das gibt's doch auch schon ewig in 3 Tage nicht mehr. Und das ist Karamak. Oh. Leute, ich kriege jetzt gerade richtig Hunger. Und da hinten ist ein KitKat. Wisst ihr, was ich noch suche? Einen Kaugummiautomaten. Der würde hier perfekt an die Retro-Bar passen. Neben dem Münzfernsprecher. Ach, die Lutscher. Oh ja, das waren noch diese Spielsets da mit den Flugzeugen, mit den kleinen Autos und so weiter. Da auf der rechten Seite 30 Teile für 11,95 Mark. Okay, nehme ich. Mein Gott, Leute, ich bin jetzt wieder in der Kindheit. Echt, hey. Brause. Und ja, die Brausetabletten dazu. Oh Gott. Ah ja, Zinnteller, Zinnkrüge. Das war in den 70er und 80er Jahren wirklich der Hit. Jeder hatte sowas zu Hause. Die Preise damals waren auch relativ hoch, das muss man echt sagen. Ja, so ein kleiner Becher, 21,90 Mark, so ein Krug, 89 D-Mark. Jo, aber das war damals wirklich in. Ich glaube, die sollte ich mal bei Zeugen der Vergangenheit bringen. Ich habe nämlich noch ein paar Zinnsachen rumliegen von meinem Opa. Ja, die Zinnkrüge, ja, die Zinnweinbecher und sowas. Ja, doch, sowas habe ich auch schon dann gehabt. Liegt bestimmt auch noch irgendwo rum. Na, schön gemacht waren es ja. Ich experimentiere hin und wieder auch mal mit Zinnsoldaten rum, aber irgendwie klappt das nie richtig. Ah, Leute, hier, das Kochgeschirr der 70er Jahre, auch schön bunt. Ah, der Sikumat, ja, so hieß der damals. Die Frauen hören jetzt mal ganz kurz weg. Jungs, hört mal zu. Schenkt euren Frauen niemals Küchengeräte. Hat ein Kumpel gemacht.
Und hat ihr für 400 Euro ein Küchengerät geschenkt und er wollte zu seinem Geburtstag die PlayStation 4 damals. Und was hat sie gemacht? Um ihm verständlich zu machen, dass er die Küchengeräte für die Familie sind, hat sie ihm einen Tankgutschein für 400 Euro geschenkt für den Familienwagen. Also keine Küchengeräte zum Geburtstag. Jetzt kommen wir mal zur Rubrik Kinderspielzeug. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist genau die gleiche Schaukel, wo wir als Kind hier im Garten hatten. Die stand ein paar Meter weg, bloß war die in Rot. Tatsächlich, ja. Ich erinnere mich noch an das Ding hier, da bin ich mit meiner Schwester drauf gesessen. Tatsächlich. Das ist sie. Also die Sendung macht besonders viel Spaß, obwohl wir jetzt schon beim dritten Drehtag sind. Man entdeckt noch so viele tolle und schöne Sachen. Schade, meine Star Wars Figuren sind noch nicht dabei, aber die erschienen ja auch erst im Laufe des Jahres 1978. Seht ihr den Jungen da oben? Das waren einmal wir. Ihr Landratten habt doch überhaupt keine Ahnung. So ein echtes Schlauchboot, was das alles kann. Ah, Schiffe versenken. Jetzt kommen wir zum Thema Actionfiguren. Hier haben wir Actionfiguren. Mike und Bob heißen die. Leute, aber das ist kein Big Jim. Nee. Hm. Schreibt mal unten rein, was das ist. ADAC. Normalerweise sind es amerikanische Sachen. Scheint in Deutschland hergestellt worden zu sein. Okay, Sammlerfreunde, ich muss jetzt dazu sagen, es erschienen im Laufe der Jahrzehnte natürlich sehr viele Figurenserien, die auch ich selber nicht kenne. Aber die Figuren scheinen relativ gut verarbeitet zu sein. Naja, schreibt's mir einfach mal rein, was es ist. Vielleicht hat noch jemand ein paar von den Mike- und Bob-Figuren. Und in keinem Kinderzimmer darf es fehlen. Playmobil. Naja, also ich bin ja schon zu alt dafür. Deswegen habe ich bloß die Sachen von Zurück in die Zukunft. Und halt die Sachen aus den 80ern. Und die Sachen, die wo ich sonst noch rumliegen habe. Und ihr kennt mein Problem. Platz. Oh je, die alten Fahrräder aus den 70ern. Ist das ein Klapprad? Ja, da habe ich hier eins stehen. Der Roller, der Traktor, ja, die kannte ich auch noch. Da konnte man so die Schaufel vorne bewegen. Sven, ein Kumpel von mir, hatte eins damals. Und die Cat Cars. Wer ein Cat Car hatte, der hatte das Sagen. Der war cool. Naja, ich hatte Star Wars Figuren. Hier, Fahrräder aus den 70ern. Mensch, dieser Katalog ist echt eine Zeitkapsel. Wirklich, also. Leute, wenn ihr so einen alten Katalog in die Finger kriegt, ihr schafft es nicht mehr, den aus der Hand zu legen. Also wenn ich jetzt mal umrechne, die Fahrräder waren damals günstiger als heute. 215 D-Mark, das sind etwa 180, 190 Euro. Die Rennräder, ja. Davon hat eigentlich jeder Junge geträumt. Ist das nicht Tarzans Fahrrad von TKKG? Und wie hieß nochmal die Fahrräder, wo danach so innen waren? Ach, BMX, BMX, ja, BMX. Aber die kamen erst in den 80ern. Oh je, das rechte Fahrrad hatte ich als Kind. Ja, das haben wir damals gebraucht, vom Nachbarn gekauft. Oh Mann, echter Flashback. Und hier sehen wir Klappräder. Das ganz rechte, das rote, das habe ich sogar. Was, ihr glaubt mir nicht? Dann zeige ich es euch. Ich habe das Fahrrad für einen Zwanni auf dem Flohmarkt gekauft.
Was ich nicht wusste, in meiner Begeisterung leider übersehen habe, dass ich noch sehr viel Kohle reinstecken musste. Naja, es hielt sich eigentlich in Grenzen. Neuer Mantel, neue Reifen. Dann musste man noch eine Kleinigkeit an der Kette und am Rahmen machen. Die Bremse hat auch nicht mehr so gut funktioniert, musste man auch ein paar Sachen auswechseln. Kurzum gesagt, viel Kohle, jede Menge reingesteckt, aber jetzt ist es nahezu fertig. Und fertig für Zeugen der Vergangenheit. Männer, ihr müsst jetzt stark sein. Haltet eure Tränen zurück. Mofas und Mopeds aus den 70ern. Und die sind neu, Leute. Die sind funkelnagelneu. Ich glaube, für den Preis wird man es heute auch loskriegen. Ja, da bretterte man mit 25 km/h durch die Botanik. Da kam doch neulich so ein Film, der hieß genauso, 25 km/h. War so ein Roadtrip mit Leuten in unserem Alter. Früher, da schraubten die ganzen jungen Leute an ihren Mofas und Mopeds rum. Da tunten sie sie, dass sie schneller liefen als ein Auto. Okay, gut. Damals hat man es noch nicht ganz so eng gesehen wie heute. Und mit den Abgasnormen sowieso nicht. Aber ich weiß, da gab es mal einen, der hat so ein Ding so frisiert gehabt, einen Zusatzmotor und bla bla bla, dass es fast 200 lief. Kam damals sogar in der Zeitung. Okay, Leute, man muss aber auch dazu sagen, damals gab es deutlich mehr Verkehrstote als heute. Also Sicherheit hat natürlich oberste Priorität. Oh Mann, sehen die Dinger cool aus. Habe ich irgendwo noch Platz im Garten? Bestimmt. Braucht meine Frau die Blumen? Ich rede mal mit ihr. Auch hier wieder Farbenvielfalt. So Leute, jetzt schauen wir uns mal die Zeiteisen der 70er Jahre an. Digitaluhren waren ja da ganz arg im Kommen. Die normalen Uhren wollte eine lange Zeit lang eigentlich von den Jungen vor allem keiner mehr. Man wollte digital. Naja, ich habe meine Digitaluhr zurückgegeben. Die hat mir zu laut getickt. Nee, der Witz war damals nicht lustig und ist es heute auch noch nicht. In den 80er Jahren wurde die Taschenrechneruhr zur absoluten Kultuhr. Vor allem bei den Jugendlichen. Die gehörte wirklich dazu. Ja, wie der Walkman. Aber in den 70er Jahren war die noch etwas teurer. 695 D-Mark, das sind rund 590 bis 600 Euro. Okay, diese Version aus dem Jahre 1978 ist sehr aufwendig verarbeitet. Später waren die nicht mehr so aufwendig verarbeitet, gab es in vielen Farben und wurden aber auch deutlich günstiger, so dass wir Kids uns die auch leisten konnten. Ja, besonders interessant bei Mathearbeiten, bis die Lehrer mal kapiert haben, was das für Uhren waren. Hier habe ich euch die Beschreibung mal zu der Taschenrechneruhr. Calculator Watch. Ja, Calculator Watch. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal diesen Begriff benutzt? Hier haben wir jetzt auch sehr viele Armbanduhren im Vergleich. Oh, sogar Uhren aus Gold. Die Uhr in der Mitte ist ja günstig, aus Gold. Gelbgold, Weißgold. Jo, die Preise sind günstig. Hier sehen wir jetzt die Kinderuhren. Ich hatte auch mal so eine Kinderuhr, die war mit Mickey Maus. Ja, meine Schwester hatte Minnie Maus. Also eines war definitiv damals günstiger, wenn ich das hier so durchschaue. Gold. Bei 33er für 85er. Wow. Ihr müsst etwa 10-15% abziehen, dann habt ihr den Preis in Euro. Also, keine Ahnung, 130 Mark wären so 110 Euro, schätze ich mal. Also, ich weiß ja, dass die 70er ein bisschen kurios waren. Aber das in der Mitte, die goldene Büroklammer, das ist wirklich toll. Einige von uns hatten damals schon ihren ersten Job, die Schule. Und da schauen wir uns mal ein bisschen die Arbeitsausrustung an. Okay, die Schulranzen waren der 70er Jahre schon etwas farbenfroher als ihre Vorgänger, die meistens braun waren oder hellbraun, dunkelbraun, irgendwie so ähnlich.
Aber in den 80ern, da wurden sie dann richtig knallbunt. Auf der linken Seite sehen wir jetzt den klassischen Schulranzen, wie er in den 50ern und 60ern verwendet wurde. Ach, die Schulmäppchen. Aber wenn ich die so anschaue, die haben sich in den letzten 40 Jahren groß nicht verändert. Ich weiß noch, es war alles drin, außer der Füller. Den musste man immer extra kaufen. Da gab es GH und Pelikan. Die haben sich in den Patronen unterschieden. Ich habe jetzt gerade mal ein aktuelles Mäppchen. Schauen wir gerade mal rein. Also, groß verändert haben die sich echt nicht. Ja. Nee. Alles beim Alten. Die alten Wasserfarbenkästen. Ja, mit den bunten Pinseln, ja. Ja, passen richtig zu den 70ern. Ah, der Zirkel. Mein Gott, konnte man damit viel Unsinn machen. Man konnte so viele lustige Streiche spielen. Und ach ja, arbeiten konnte man damit auch. Und hier haben wir ihn, den Füllfederhalter. GH und Pelikan. Kommen wir nun zum Camping. Das war in den 70er und 80er Jahren, ja, sehr beliebt. Wir sind immer damals nach Jugoslawien gefahren. Wo war das? An der Ardèche, ans Meer. Ach, das war immer toll dort. Zelte waren seinerseits sehr beliebt. Vor allem, wenn man sie kombiniert hatte mit einem Wohnwagen und einem Campingbus. Und auch heute noch hat das Camping sehr, sehr, sehr viele Freunde. Leute, es ist unglaublich. Dieses Zelt hatten wir damals, bloß in einer anderen Farbe. Das gab es auch noch in den 80ern. Tatsächlich, das ist es. Das gibt's doch nicht. Hey, der Katalog ist echt eine Reise in die Vergangenheit, in meine eigene Vergangenheit. Leute, ich schaffe es nicht, diesen Katalog aus der Hand zu legen. Das ist einfach nur schön. Ja, wir hatten das kleine Modell, das links, für 939. Ich weiß noch, wir hatten alle Zeltstangen markiert mit so bunten Klebeband, dass man immer wusste, wo was hingehört. Wir hatten damals auch Strom, das gab es damals auf dem Zeltplatz. Ja, da hatten wir auch immer Beleuchtung, alles Mögliche. Bloß mit dem Fernsehen war es nichts, weil deutsches Fernsehen hat man dort nicht empfangen. Aber da gab es mal so ein Kinderkino. Wir waren ja Kids aus ganz Europa und die haben Filme in allen möglichen Sprachen gezeigt. Aber auf Filmrolle, versteht sich. Oh ja, die Zelte. Die sind heute auch alle Vintage. So schön das Campen auch war, guckt mal links unten hin, es hatte auch Nachteile. So Leute, ich meine Männer, jetzt reden wir mal über das größte Invest eures Lebens, Damenmode. Ihr wisst ja, was Mode heißt, Männer opfern das Ersparte. Neulich war ich im Westflügel des Schuhschranks meiner Frau und habe mich gewundert, warum die so wenig hat. Hier ist aber mal Scherz beiseite, sonst schlafe ich heute Nacht draußen. Werfe mal einen Blick auf die Mode der 70s. Das ist wirklich absolut nicht mein Fachgebiet. Mode kenne ich mich überhaupt nicht aus. Bei mir müssen Klamotten wasserdicht sein und es darf nicht durchregnen. Jetzt habt ihr einen unglaublichen Vorteil. Dadurch, dass ich mich bei Mode nicht auskenne, werde ich hier nicht viel kommentieren. Genießt die Ruhe. Gerade eben habe ich gedacht, das wären drei Engel für Charlie. Guckt euch mal die Hosen an. Okay, Leute, ich kenne mich in Sachen Mode wirklich nicht aus, aber das finde ich persönlich, wie sage ich es politisch korrekt, nicht mein Fall. Also wenn ich auch von Mode nicht viel Ahnung habe, aber an diesen Style erinnere ich mich noch. Das war dieser Safari-Style, wo alles immer so irgendwie aussah wie Afrika-Safari. Große Freiheit.
es gibt sie noch. Ja, damals war es ja der Traum aller Männer, mit dem Range Rover durch Afrika zu brettern. Auch interessant, die meisten Jacken hatten damals auch Schulterklappen. Ich frage mich bis heute, wofür die eigentlich waren. Waren ja Zivilklamotten. Ein Stern Urlauber, zwei Stern Oberurlauber. Safari-Shorts. Also Leute, ich war ja in Asien im Dschungel. Ich würde niemals Shorts tragen im Dschungel. Allein wegen dem ganzen Krabbelzeug dort. Die Aufnahmen von damals könnt ihr euch bei Folge 400 anschauen. Da habe ich nochmal alles zusammengeschnitten. Also ich habe damals sogar meine Schuhe unten mit Gummis zugebunden. An den Stiefeln dran, dass da nichts reinkrabbelt. Und trotz allem hatte mich ja die Vogelspinne erwischt. Deshalb kann ich euch bestätigen, diese Klamotten sind mit den offenen Hosen nicht dschungeltauglich. Ah, die Jugendmode damals. Ja, so sind wir damals rumgerannt. Oh Gott, hey. Nein, ich sag zu den Klamotten jetzt mal gar nichts. Sehen schon ein bisschen gewohnheitsbedürftig aus. Ich glaube, damals gab es sogar noch Schuhe, an denen noch Holz verarbeitet wurde. Leute, es gibt noch so viel zum Zeigen, aber ich muss irgendwann irgendwo auch mal Schluss machen hier. Sonst wird die Sendung Stunden gehen. Leute, es gibt einfach noch so viel in diesem Katalog zum Entdecken, aber die Möbel, die Vorhänge, ja, okay, gut, die waren auch etwas anders als heute. Aber ich muss zum Schluss kommen. Tut mir leid, Leute, aber es ist einfach so interessant, wenn ihr so einen Katalog in die Finger kriegt. Leute, gebt den nicht mehr her. Die sind so interessant und so ein Retro-Flash. Das ist unglaublich. Guckt es euch an. Wie soll ich das alles in einer Sendung unterbringen? Naja, aber Fantastic hat ja einen Anfang mit Folge 1, aber kein Ende. Oh, das Bild ist jetzt cool. Also das ist jetzt richtig cool. Grüne Küche, grüne Polster auf den Sesseln und der grüne Rock von der Frau. Ich glaube, den hat man damals auch mit dazu bekommen. Alles in grün. Leute, was soll ich sagen? Ich kann euch wirklich nicht alles zeigen. Guckt euch das mal an. Das ist absolut nicht möglich. Aber Fantastic hat ja einen Anfang mit Folge 1. Und kein Ende. Also werden wir im Laufe der Jahre bestimmt noch mal wieder darauf zurückkommen.
Aber wenn ihr so einen Katalog bekommt, Leute, nicht mehr hergeben. Die sind sowas von interessant. Man kann sich an den Dingern echt nicht satt sehen. Vor allem, was es damals alles gab und was alles im Laufe der Jahre so verschwunden ist. Leute, ich gebe zurück zur Retrobar, zum Schlusswort in der Videothek. Tja, also die alten Mofas, da bestelle ich welche. Die goldenen Uhren auf jeden Fall. Bei dem Preis kann man nicht Nein sagen. Das Radio gefällt mir, bestelle ich auch. Und original Duracell-Batterien aus den 70ern. Sammlerfreunde, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Es war natürlich ein absoluter Flashback in die 70er. Diese Kataloge sind so interessant, man schafft es einfach nicht mehr, sie aus der Hand zu legen. Man erkennt so viele Sachen wieder, was man früher mal hatte oder was man mal wollte und nicht bekam. Und man erkennt praktisch die gesamte Welt der 70er Jahre wieder da drin. 70er, Anfang der 80er Jahre waren die Sachen ja auch noch in Gebrauch. Okay, gut. Die Preise sind natürlich Sünde. Für mich als Schwab ist es sogar noch schlimmer. Neulich gab es etwas umsonst und ich habe trotzdem noch um die Hälfte runter gehandelt. Also wenn wir Schwaben mal Geld ausgeben, dann ist es wirklich sehr weit. Nee, ist echt toll. Also was es da damals alles gab, die Gummistiefel und das ganze Zeug. Oh Gott, erinnere ich mich noch. Sammlerfreunde, ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind alles. Fantastic. Tausend Merchandise. So. Und ich gehe jetzt Quelle gucken.